sind hier im Landschaftspark in Duisburg und drehen unsere nächsten zwei Musikvideos. Wir haben gestern tatsächlich schon beide Performance-Shots gemacht. Also wir sind jetzt richtig gespannt, wie es dann tatsächlich im Endeffekt wird. Aber wir haben tatsächlich auch krasse Lichttechnik aufgefahren, haben also jetzt nicht die Wand hier, aber andere Wände mit mega viel industriellen Kram und Rohren und was weiß ich was beleuchtet. Und das sah einfach geisteskrank geil aus. Ist auf jeden Fall echt krass hier. Also es ist eine riesen Parkanlage, wo wir uns im Endeffekt für entschieden haben, weil es halt einfach, man geht irgendwo hin, es ist scheißegal und es sieht alles übel geil aus. Es ist tatsächlich immer ziemlich schwierig, im Vorhinein sich Gedanken darüber zu machen, was man denn hier drehen will. Wir waren zwar tatsächlich einmal schon mal hier, Dennis und ich, zum Scouten und haben ein paar Plätze rausgesucht, wo wir was drehen können. Aber sich dann überlegen, was dreht man da eigentlich, ist halt, wenn man halt nicht vor Ort ist, weil wir fahren hier 4,5 Stunden hin, extrem schwierig. Deswegen, der Tag gestern lief extrem rund. Ich bin so froh, dass es alles so gut gelaufen ist. Heute jetzt dafür ein bisschen schwieriger, weil es jetzt eine riesen Gewitterfront aufzieht und wir jetzt ein bisschen gucken müssen, dass wir halt ein paar Shots verschieben, müssen wir halt alles sehr flexibel halten. Mussten jetzt auch ein bisschen noch was in der Story drehen oder was für Shots wir wo machen und so. Aber ja, bisher sieht alles echt ultra geil aus und ich bin einfach so froh, dass es funktioniert und dass es so gut läuft. Ist einfach geil. Gerade macht's richtig Bock, eine Band zu machen. Ja. Wie eine lizenzfreie Version von Big Ben. So leicht abgeändert.